Oh, warum ist das Ding nicht einfach als Single rausgekommen? Oh, dazu ein geiles Video von Schau oder so. Bah. Es kommt ein Video dazu? No way, Alter. Ernsthaft? Musikvideo zu Raf Camora, Dardan und Jamule. Wir haben auf jeden Fall bei der Album-Reaction schon sehr, sehr viel darüber gequatscht. Ich muss sagen, Jamule gefällt mir extrem gut auf dem Song. Irgendwie Dardan, meiner Meinung nach, kam irgendwie nicht so viel rüber bei mir. Ich finde es schade, dass Jamule keinen Part hat, sondern tatsächlich nur Hook und ja, gucken wir uns mal das Video an. Ne? Produziert war das von Crates, Royals, Neil und Alex. Directed by Shao Casado. Sie stellt Bilder von sich ins Netz. Sie stellt Bilder von sich ins Netz. Bilder von sich ins Netz. Fliegt um die Welt. Fliegt um die Welt. Insta, Tinder und OnlyFans. Insta, Tinder und OnlyFans. Macht easy Geld. Macht easy Geld. Bei Papa gibt es kein Happy End. Glaub mir, gibt es kein Happy End. Weil sie fliegt weg und du bist noch da, ja. Sie macht wie erst am Mietrock Bayer. Sie lacht über wen du kennst. Ist auf Yacht mit dem Präsident. Gestern war sie. Also, das Video ist schon geil gemacht, ne? Also, das heißt, die haben das bei Jam FM. Stimmt, die haben das da live performt, ne? Glaube ich, für eine Radiosendung. Und. Ah, okay, ja. Mir die Kopfnase, mach mal die wie Harry Potter. Okay, du bist Mr. Freeze. Glaub mir, für dich ist sie viel zu viel. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist das da hinten? Bro, hat der da einfach eine AK im Radio, Dings da, oder was? Was zum... Glaub mir, für dich ist sie viel zu viel. Sie kommt und bricht dir das Corazon. Das Spiel begann und verloren. Sie bricht jedem das Corazon, das Herz, ne? Sie viel zu viel, sie kommt und bricht dir das Corazon. Das Schwan verloren. Da war das Bild von Bones. Aber bitte sei nicht naiv, sie kann jeden um dich bekommen. Glaub mir, diese sie Melodie, das ne? Saison. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin halt echt, was diese Songs angeht, nur noch vorsichtig. Ich pack das nicht in meine Playlisten, nichts, weil ich hab wirklich, ich weiß nicht, das sind für mich so Sachen, ne? Das sind Hits und nach 2 Wochen oder so kann ich die einfach, glaube ich, nicht mehr hören. Und ich will mir einfach so gewisse Stimmen nicht kaputt machen und gewisse Vibes. Und ich habe das mit All Night gehabt, ich habe das mit mehreren Songs schon gehabt, dass ich einfach irgendwann, ich war so leid. Deswegen muss ich sagen, habe ich den Song auch nicht in meine Playlist getan, aber immer wenn er dann läuft, freue ich mich darüber, den zu hören. Ich glaube, so ein Ding wird das bei mir und ich glaube, so lasse ich das auch, Alter, ja. Oh, diese Melodie im Hintergrund ist einfach, das ist so 2010er Vibes, ne? Mal ganz ehrlich. So Mr. Sexubeat, ne? So richtig in diese Richtung halt. Also nur, ich meine natürlich nur die Richtung, ne? Ich meine jetzt nicht Melodie oder weiß ich nicht was, ne? Und ich glaube, das ging so voll in diese Musikrichtung oder Mr. Sexubeat, so irgendwie so, ne, in diese Zeit. Und keine Ahnung, im Hintergrund ist nämlich noch so ein Synthi, der so ein bisschen wie so ein Saxophon gerade klingt. Ne, während die Stimme und ne, das Instrument sich so abwechselt. Bro, keine Ahnung, ich habe hier gerade voll die, wie soll ich sagen, voll die 2010 Vibes oder so, keine Ahnung wieder, ne? Love it. Verbringt den Sommer auf einer Yacht, im Winter hängt sie in meiner Sand. Sie wird gerne ein Oh-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 
Video. Boah, das ist so ein harter Hit, ne? Boah, böse, ja? Ich freue mich, wenn er läuft. Ich werde mir den nicht kaputt machen. Hat irgendwie nichts mehr mit Rap zu tun. Ich kann das nicht mehr. Schön, hat Spaß gemacht. Insta, Tinder und OnlyFans. Macht easy Geld. Ah. Verloren. Zahlticket bis nach Ibiza. Aber bitte sei nicht naiv, vor sie kann jeden um dich bekommen. Was ist das im Hintergrund?